Herzlich willkommen. Noch einmal wieder eine Runde Wing Commander 3. Jetzt dann im richtigen Seitenverhältnis. Und solche Geschichten. Und ich habe den Gravis Ultrasound versucht, aber irgendwie will er noch nicht im Moment. Dafür konnte ich aber den Medium stellen und der klingt jetzt doch deutlich toller. Ist mir irgendwie sogar eigentlich sogar schon zu leise. Denn da einfach so SP16 einzugeben war irgendwie nichts. Ich glaube, ich habe jetzt General Medi MPU 400 irgendwas oder so eingestellt. Ja, ist doch schon viel besser. Eine, weiß ich nicht, also mir war das dann plötzlich mal wieder neu, dass er hier auch am Blau runterläuft. Und spielen wir das Spiel einfach nochmal. Diesmal mit richtigem Seitenverhältnis und alles ein bisschen schicker. Und ich bin ja inzwischen besserer Pilot geworden und jetzt wollen wir mal gucken, was hier so geht. Willkommen an Bord, alter Freund. Ich muss sagen, du siehst aus wie das blühende Leben. Sag bloß, dieser Krieg gefällt dir. Er gefällt mir so gut wie kaputte Landeklappen. Schön, dich wiederzusehen. Danke. Und wie geht's unserer Gefährtin Angel, der besten Pilotin aller Zeiten? Leider weiß ich das nicht. Hab schon lange nichts mehr von ihr gehört. Sieht so aus, als würde sie undercover für Tolwyn arbeiten. Bevor ich's vergesse, ich hab dich auf die Pilotenliste setzen lassen. Aber ich habe doch beantragt nicht mehr. Das ist mir egal. Ich will, dass du mich auf meiner ersten Mission begleitest. Das ist Unsinn. Hier gibt es viele tapfere Piloten, die bestens ausgebildet sind. Ja, aber wenn ich mein Leben riskiere, dann brauche ich jemanden, dem ich vertraue. Ich werde mich bemühen, dich nicht zu enttäuschen, mein Freund. Ja, ich nehme das jetzt hier in 640x480 auf. Und beim Rendern skaliere ich das dann mit HQ3X auf 2560x1440, wenn alles glatt läuft. So, das hatten wir schon. Die bewährten Zwischensequenzen hier. Lieutenant Rawlins, Kommunikationsoffizier, wie geht's? Hat Ihnen unser Captain eine fröhliche Rede gehalten? Sowas Ähnliches. Das Gute ist, dass es hier nicht lange dauert, bis man die Phrasendrescherei hinter sich hat. Captain Eisen glaubt an seine Besatzung und an sein Schiff. Das ist gut für die Stimmung unter den Leuten. Ja, aber Sie haben die Meldungen nicht so verfolgt wie ich, sonst würden Sie in den nächsten Nanosekunden von hier verschwinden. Geh auf sein Spielchen ein. Soll das etwa bedeuten, dass der Führungsstab was verschweigt? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Aber wenn Sie hier ehrliche Musik hören wollen, dann wenden Sie sich am besten an Radio Rawlins. Vielleicht rettet Ihnen das Ihr Leben. Das ist so geil gemacht. Diesen Blauen hier an der Seite auch, finde ich voll lässig. Das ist richtig cool. Hey Hobbs! Haben Sie Lust auf ein Spielchen? Ich setze meinen Wochenlohn auf ein Blatt. Ich habe kein Interesse. Nein, danke. Ja, so habe ich das irgendwann mal auf einer DOS-Kiste gespielt. Geil, dass das jetzt auch geht. Gibt ja immer noch wieder was zu verbessern. Ich weiß nicht, ob das vielleicht noch besser geht mit der MIDI-Musik. Gravis Ultrasound wäre halt verdammt cool. Soll zwar ein bisschen mehr Leistung kosten, aber gut, also mittlerweile sollte das kein Problem mehr darstellen, leistungstechnisch. Nur das Einrichten ist halt so eine Sache. Ich weiß nicht, ob es eventuell einen Patch gab für das Spiel irgendwie, den ich nicht finde, oder... Naja. Haben wir nochmal eine Runde mit weggebannt. Willkommen an Bord, Sir.
Spielen wir eine Partie? Sie dürfen sich ein Spiel aussuchen, da Sie hier neu sind. Von Vorschriften halten Sie wohl nicht sehr viel. Nein, Formalitäten werden unwichtig, wenn man den Großteil seiner Zeit damit verbringt, am Leben zu bleiben. Und unsere spärliche Freizeit opfern wir auch nicht, um irgendwelche überflüssigen Benimmregeln auswendig zu lernen. Tja, man muss sich seiner Umgebung wohl oder übel anpassen. Wem sagen Sie das? Und es ist gar nicht so leicht. Kein Wunder, dass Ihr Spitzname Vagabond ist. Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht, wie ich sehe. Ja, ich habe die ganze Galaxie bereist. Ihr Lebenslauf weist viele Lücken auf. Er ist ziemlich unvollständig. Ganz zu schweigen von Ihrer Einsatzakte. Kann ich was dafür, wenn man beschließt, meine Daten zu löschen? Da ist was dran. Manchmal ist mir der Konföderationsrat so fremd wie der Feind. Wir sind hier eine gute Mannschaft, Colonel. Auch wenn ein paar Lebensläufe unvollständig sind. Geben Sie uns eine Chance. Ja, ist ganz schön hoch, nee, sich zu Anfang irgendwie, ne? Ja, mal gut. Ah, Monami. Oder wie man spricht. Hallo, Monami. Ich hoffe, du und alle anderen auf der Concordia ab deinen guten Flug. Ich bin gerade dabei, einen verdeckten Einsatz mit Admiral Tolvin hinter mich zu bringen. Ich fürchte, wir werden noch etwas länger getrennt sein. Aber denk immer daran. Je t'aime. Ich liebe dich. Gut, jo. Hier gab es dann auch nochmal. Ach ne, hier gab es eine Hauptterminal. Ich dachte, Abschussliste, die gab es, glaube ich, im. In der Bar hier, ne? Gut, gut. So hoch ist das Schiff irgendwie gar nicht, dieses Victory, dass es auf 8 Uhr so viel zu fahren hätte. Das finde ich irgendwie lustig. Fällt mir jetzt eigentlich erstmal so richtig auf. Oh, erstmal eine Runde Maniac, ja? Na komm. Stell dir vor, was ich dann getan habe. Nein, ich sag's dir. Ich zog eine ganz enge Schleife, hängte mich hinter das Katzenvieh und feuerte meine Raketen. Boom! Das Vieh war bloß noch Katzenstreu. Ja, dem hab ich's gezeigt. Und dann sind die... Na, sowas. Na, wen haben wir denn da? Den Colonel. Tut mir leid, ich schaffte es nicht auf Ihre Willkommensparty. Wahrscheinlich hatten Sie da Termine, die unaufschiebbar und viel wichtiger waren, Maniac. Wenn die Pflicht ruft, bin ich zur Stelle. Frauen stehen auf den Duft des Erfolgs. Aha. Irgendwie bin ich überrascht, dass Sie bis jetzt nicht abgeschossen wurden, Maniac. Von Freunden meine ich natürlich. Sie glauben es nicht, aber manchen gefällt mein Flugstil. Ich will nur, dass wir den Krieg gewinnen, okay? Ich nehme an, dass Vorschriften für Sie Priorität haben. Ich gehe keine dummen Risiken ein. Apropos dumm, ich habe gehört, Sie setzten Hobbs wieder auf die Pilotenliste. Mann, oh Mann, wie schnell sich auf der Victory Nachrichten verbreiten. Ich begreife nicht, was Sie an dieser Katze finden. Ich brauche jemanden neben mir, auf den ich mich verlassen kann. Sie können doch keinem trauen, der bereit ist, sein eigenes Volk zu töten. Wen ich mir als Flankenpiloten aussuche, Major, liegt ganz bei mir. Das ist ein Privileg meines Ranges. Ich wette, Sie stehen jede Nacht auf und polieren das Ding. Nein, Sie irren sich. Ich habe genug Majors, die das für mich tun. Der Unterschied unserer Ränge ist nur Formsache. Wir wissen, wer der Bessere im Cockpit ist. Ja. Allerdings. Ja gut, das finde ich ja allerdings wiederum gut, dass man mir gleich einheizt. Hör zu. Weil wir kennen das ja auch aus dem 4. Teil. Das ist ein mächtiger Spinner. Colonel Blair, bitte sofort in der Kommandozentrale melden. Tja, dann machen wir das. Aber hier ist nichts. Keine Ahnung, was das für eine Bewandtnis hat. Ist irgendwie doof. Einfach nur ein Video als Lückenfüller oder so.
So. Will ich das mal speichern. Und ja, 10 Minuten haben wir locker noch. Hier können wir noch eine Mission fliegen. Ja, sicher, Sir. Ach, kommen Sie rein, Colonel. Es wird Zeit festzustellen, ob Ihr guter Ruf berechtigt ist. Die Abwehr hat uns mitgeteilt, dass die Präsenz der Kilrathi hier im Orsini-Sonnensystem ständig größer wird. Sie und Ihr Flankenpilot werden also einen Patrouillenflug in diese drei Zonen durchführen und die Gegend von jeglichen Feinden, auf die Sie treffen, säubern. Alles klar? Voll und ganz, Sir. Sehr gut. Sie brechen sofort auf. Wird gemacht, Captain. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Hobbs, du wirst diesmal neben mir fliegen. Wegtreten. Viel Glück. Ja, so gewisse Videosequenzen, die wiederholen sich halt, die werde ich dann halt nicht immer und ewig wieder durchspielen. Cheftechnikerin Rachel Coriolis, willkommen auf der Victory. Sie wollen diesen Einsatz mit Hobbs fliegen? Richtig, haben Sie was dagegen? Nein, ganz und gar nicht. Ich halte ihn für einen verflucht guten Kampfpiloten. Hier ist sie, die Hellcat 5. Sie ist durchgecheckt und wartet nur darauf, ein ordentliches Spektakel zu veranstalten. Vielen Dank. Was ist mit den Geschützen? Ist alles erledigt. Der Captain gibt die Einsatzdetails an mich weiter. Und dann lege ich fest, was waffenmäßig gebraucht wird. Ach ja? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie suchen Ihre Waffen selbst aus, oder Sie vertrauen mir und fliegen mit dem von mir festgelegten Arsenal. Ich werde Sie nie enttäuschen. Das kann ich Ihnen versprechen. Danke. Im Flug muss ich aber nicht unbedingt die Musik haben, oder? Sehr schön, weil sonst geht die mir nachher tierisch auf den Senkel. Cockpit will ich halt Standardeinstellung auch nicht unbedingt haben. So. Oh, dann wollen wir mal raus hier. Auf Katzenjagd hier wieder mal. Feindliches Schiff gesichtet, Colonel. Jo, ich regel das erstmal alleine. Mal ein bisschen was auf der Abschussliste haben hier. Kriege ich ja ohne Rakete, oder? Jo. Auf was spiele ich denn jetzt hier? Auf Ass? Ja, so schlecht kann ich ja dann jetzt nicht mehr sein, oder? Wenn das so glatt geht hier. Gibt's nix. Oh, da hat er sich gewehrt, ja. Wie sieht's aus? Na gut. Ich bin froh, dass ich keinerlei Fäden zu verwenden. Konnte ich sie halt nicht alle killen, hat er halt doch einen Kalk gemacht. Na gut. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Gut gemacht, hervorragende Arbeit. Jetzt weiß ich, dass Sie Ihren Ruf völlig zurecht haben. Auf Sie ist Verlass. Alles klar zur Landung, Sir. Auf geht's. Ja, die eine oder andere Videosequenz, die wiederholt sich halt, die werde ich dann in Zukunft natürlich wieder wegdrücken, so wie vorher auch schon gehabt. Ja.
Ich heiße Flugstil. Danke, Rachel. Jo, dann speichern wir mal eine Runde. Gleich. Ach, komm, den nehmen wir noch mit hier. Herzlichen Glückwunsch, mein lieber Freund. Ja, das war wie in den alten Zeiten, nicht wahr? Ich muss schon sagen, war ein gutes Gefühl, wieder mal rauszukommen und mitfliegen zu dürfen. Für dein Vertrauen danke ich dir. Bis in alle Ewigkeit. Ach, Schwamm drüber, Hobbs. Du bist jetzt wieder da, wo du hingehörst. Okay. So, erstmal eine Runde speichern, ja. Und dann bis zum nächsten Teil, wenn es dann heißt, quasi ja wieder WC3 again. So werde ich auch die Playlist benennen. Besserer Pilot, originalere Grafik und yo. Bis dann.